Einen schönen guten Tag zu einer neuen, beziehungsweise unserer ersten Folge Wilhelm Giro d'Italia Spezial. Einem neuen Format, was wir jetzt mal ausprobieren möchten für den Giro. Wir hatten es ja in den vergangenen Jahren so bei den Grand Touren, dass wir in regelmäßigen Abständen 2, 3, 4 Tage immer, manchmal noch länger, eine Folge aufgenommen haben, wo wir das ganze Revue passieren haben lassen. Wir dachten uns jetzt zum Giro, wir probieren mal was aus und machen etwas Neues. Und ob wir das in Zukunft so weiter handhaben werden, ist ein Experiment. Ja? Wir sind also auch angewiesen auf eure Rückmeldungen, wie euch das gefällt, ob das bei euch ankommt, ob das überhaupt von Nutzen ist, so in der Form. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass ihr uns Rückmeldung gebt. Die Idee ist, wir werden jeden Tag eine kleine Minisendung aufzeichnen, die wir schicken und an den Podcast-Feed und es geht per Podcast dann raus. Dies wird unterschiedlich gemacht. Mal von mir, mal von Thomas, mal von Chris. Das haben wir uns ein bisschen aufgeteilt für die erste Zeit. Danach werden wir mal weitersehen. Die Frage ist einfach, kommt es bei euch an? Die Idee ist so ein bisschen das ganze Geschehen des Tages in einer relativ kompakten Form zusammen zu kondensieren und euch dann zu schicken. Zielgruppe war so ein bisschen einfach gedacht, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, am Abend kurz schnell reinhören, kurz zum Schlafen gehen, am nächsten Morgen zur Arbeit. Es soll einfach nur dienen, euch kurz zu informieren. Die Einordnung oder größere Zusammenhänge, den Kontext, den werden wir diesmal schriftlich versuchen zu geben. Thomas kann exzellent schreiben und analysieren. Wir haben einen Blog für ihn aufgesetzt unter www.blog.wilhelm.de und dort könnt ihr seine Einschätzungen nachlesen. Der erste Eintrag ist dort schon veröffentlicht worden zum Thema Favoriten und das ist jetzt unser Experiment für den Giro. Er hat angefangen. Gestern schon ein fulminantes Fest in Apeldoorn, also die Niederländer wissen es wirklich zu feiern und haben die Fahrradfahrer gefeiert. Diese Veranstaltung am Vorabend, ja zumeist, nimmt immer größere Ausmaße an. Ich bin mal gespannt, wie das in Düsseldorf 2017 sein wird. Ob wir Radsportfans in Deutschland ein ähnliches Fest hinbekommen. Ich würde es mir sehr wünschen, ob es funktioniert. Ich bin da noch leider ein bisschen skeptisch. Aber wir werden sehen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit und viel Wasser wird den Rhein runterfließen bis dahin. Heute dann das Einzelzeitfahren. Der Start des Giros 9,8 Kilometer lang. Kein Prolog in dem Sinne, dafür ist es zu lang. Also ein richtiges klassisches Zeitfahren. Relativ flach, also um genau zu sein, Topf eben. Eine Handvoll oder 5, 6, 7, 90 Grad Kurven. Also im zweiten Teil auch ein bisschen technisch, aber jetzt nicht übertrieben. An Zeitfahrspezialisten waren jetzt nicht mehrere da, also Toni Martin zum Beispiel ist nicht am Start, aber wir hatten einen Matthias Brändle, der ja auch schon den Stundenweltrekord gehalten hat und wir hatten zum Beispiel auch einen Fabien Cancellara und einen Tom Dumoulin dort am Start. Fabien Cancellara die letzten Tage ein bisschen geschwächt durch eine Magen-Darm-Geschichte, für ihn irgendwie in der Saison will es nicht mehr richtig laufen in seiner letzten, das tut mir ein bisschen leid für ihn. Aber was will man machen, ne? Man steckt nicht drin, ich glaube er war insgesamt, upsala, da ist gerade was hingefallen, er war ja in seiner ganzen Karriere meines Wissens nach von Verletzungen weitgehend, irgendwie, ne? Also hat ihn nicht oft getroffen. Schade, dass es jetzt in der letzten Saison auf verschiedenen Ebenen nicht so für ihn rund läuft. Sowas passiert halt. Ergebnis. Es war auch noch von Interesse von im Vorfeld vielleicht, wie wird Marcel Kittel abschneiden? Es war ja sein erklärtes Ziel, nicht zu viel Rückstand sich einzufangen. Er ist ja auch, ich glaube, Junioren-Zeitfahrweltmeister oder Europameister. So einen Titel hat er jedenfalls. Also er ist auch ganz, ganz schnell unterwegs als Zeitfahrer. Und das war so ein bisschen der Plan. Nicht zu viel, um vielleicht in den ersten Tagen auch ins rosa Trikot schlüpfen zu können. Wie ist es gelaufen? Es war im Prinzip, das Ergebnis ist nicht wirklich überraschend. Also Tom Dumoulin als Niederländer in Niederlanden, getragen von seinen Landsleuten, der König hat vorhin noch Hallo gesagt etc., hat das Ding abgeschossen. Mit weniger als einer Sekunde Vorstand vor Primož Roglič, Slowene aus dem Team Lotto, der wiederum Andrej Amador vom Team Movistar, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die ganzen 3 Wochen, wo ich falsche Namen vorlese, Andrej Amador, der aus dem Team Movistar auf Platz 3 verwiesen hat, Tobias Ludvigsson von Team Giant Alpecin auf Platz 4, er ist gleichzeitig dann auch in das Trikot des besten Jungfahrers, das weiße Trikot, geschlüpft.
Also, Team Giant Alpecin hat den Tagessieg geholt, damit natürlich auch das erste rosa Trikot, hat das weiße Trikot. Ich glaube, sie hatten insgesamt unter den Top 15 vier Fahrer platziert. Also sie haben richtig losgelegt und man hat gesehen, sie sind motiviert und möchten das Beste aus ihrer Situation machen. Nikias Arndt, die nächsten Tage wahrscheinlich auch jemand, der in die Sprints eingreifen will. Nikias Arndt, Kittel, Greipel, das werden so die Moreno, Moser auch. Also das sind so die ein paar von mehreren Sprintern, die man zu beachten hat. Herzlichen Glückwunsch an Tom Dumoulin, der das erste rosa Trikot dieses Giros geholt hat. Marcel Kittels Plan ist aufgegangen. Er hat also sich 11 Sekunden Rückstand eingefangen. Was jetzt im ersten Moment nach viel klingt, aber wenn man davon ausgeht, dass es morgen eine Massenankunft geben wird, dann hat er die Möglichkeit, ins rosa Trikot zu schlüpfen. Und zwar aufgrund der Zeitbonifikation. Erster Platz, der Sieger morgen erhält 10 Sekunden Zeitbonifikation. Es gibt aber noch einen Zwischensprint und dort kann er entweder 3 oder 2 Sekunden sich einfangen. Das heißt, im besten Fall hat er morgen 13 Sekunden Zeitbonifikation, gewinnt den Zwischensprint, gewinnt den Sprint und wäre dann im rosa Trikot. Das ist wahrscheinlich sein Plan. Ich muss ja sagen, dass ich so ein bisschen André Greipel aus Lokalpatriotismus unter anderem auch die Daumen drücke. Er hat ein schlechtes Frühjahr gehabt, das er auch eingesehen hat und in diversen Interviews das so gesagt hat. Aber fühlt sich jetzt ganz gut drauf, hatte Pech mit Verletzung und ich drücke dem Gorilla ganz, ganz fest die Daumen, dass er morgen da in den Sprint eingreifen kann. Morgen, damit kommen wir auch schon, weil mehr gibt es zu heute eigentlich gar nicht so groß zu erzählen. Morgen, jedenfalls wenn man es kurz machen möchte, morgen dann die nicht kurze Etappe, die ist nämlich 190 Kilometer lang, von Arnhem nach Nimwegen, wenn ich die niederländischen Namen richtig übersetzt habe. 190 Kilometer mit dem einen erwähnten Zwischensprint. Ja, alles andere als, es könnte eine Windkantensituation geben, aber das würde uns jetzt eigentlich wirklich überraschen. Alles andere als ein Sprint morgen. Also es wäre schon sehr, sehr komisch, wenn es nicht auf einen Sprint hinauslaufen würde. Schauen wir nochmal gerade schnell, das werde ich wahrscheinlich immer machen, wie es bei Bet & Win aussieht, also wie die Wetten stehen für wen dort morgen sozusagen ein Einsatz sich weniger lohnt, weil die Wettquoten schlecht stehen, aber das finde ich immer so, auch benutze ich selber gerne als Indikator dafür, welche Fahrer man möglicherweise mehr oder welche weniger auf dem Schirm haben sollte. Für morgen Marcel Kittel, André Greipel, Ella Viviani, Caleb Evan, Sascha Modulo, das sind so die Namen, die ihr euch merken müsst. Man könnte noch auf Rick Zabel setzen, 1 Euro auf Rick Zabel und man hat 101 Euro raus. Aber vielleicht ist man auch noch im Euro ärmer. Wer weiß es schon. Ich hoffe, das war für die erste Etappe so ausreichend und ihr habt das, was ihr wolltet oder was wir euch uns vorstellen, ihr brauchtet, nämlich eine kurze, schnelle Information, was ist passiert. Das sollt ihr jetzt erhalten haben. Kleiner Ausblick auf morgen. Und morgen werdet ihr dann den Thomas hören, der euch morgen beglücken wird. Also ich wünsche euch einen schönen Tag, habt ganz viel Spaß mit dem Giro und auf bald. Tschüss.